ist jemand Neues zu uns gestoßen. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Es ist die Wurzel aus, wen interessiert der Scheiß? Aber, achten Sie darauf, was Sie vor den Kleinen sagen. Das war mir etwas gefallen, aufgezeichnet. Dann ist mir alles egal. Oh, ach, ich hab gar nicht geguckt letztes Mal. Roboter über Struktur sind den Kampf außer Gefecht gesetzt worden. Für die Schnellfeuer kannst du. Was zum Teufel? Die explodieren, Junge. Boah. So ein Dreck. Was ist denn das für ein Tisch? So, oh mein Gott. Nein, ich hab's vergessen. Na gut, dann machen wir den in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 Plus. Ich glaube, ich bin die Person, die irgendwie den schlimmsten Einstieg überhaupt hatte im DLC. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Ja, und jetzt kommt der auch noch. Schieß! 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 Jawohl! Mein Gott! Ich bin so bescheuert! Warum vergesse ich das immer? Es geht schon wieder los. Oh mein Gott! Jetzt bin ich mir definitiv sicher, dass ich die Person mit dem schlimmsten Einstieg im DLC bin. So. Nein! So, wer wagt hier durchzukommen? So ein Dreck, ey. Warum? Warum macht das Viech so Schaden? Oh, hallo. Da hat er Boom gemacht. Da wird die Bild mit sowas abstürzen, wie der fliegt. Was so? Was? Was ist das? Alter. Genug versteckt. Will ich verarschen? Wer tut denn auf sowas reinfallen? Au! Rennen wir jetzt weiter. Au! Mein Gott, jetzt bin ich auch noch echt in so eine Scheißfalle reinge. Boah. Da trägt mich jetzt irgendwie so auf. Oh, da ist aber eine. Und erneut fühlte ich mich beobachtet. Von Augen außerhalb meiner Reichweite. Kontrolliert von einer Person. Da. Aua, aua. Was? Wo ist denn da hingeflogen? Ohne mich würde ja alles den Bach runtergehen, ich sag's dir. Oh, verdammt nochmal, das Teil nimmt immer noch auf. Scheiße, Luke, wie schaltet man das ab? Mit dem großen roten Knopf, auf dem Aufnahmestopp steht. Ne. Moment, ist das Ding noch an? Verdammt. Das ist der Knopf. Natürlich nicht. Ich schmeiß das Teil noch ins Meer. Was? Was auch viel mehr. Oh, verdammt, nimm das Ding
Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Was? Hey. Atomschleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Religion ist scheiße. Okay. Gut. Was geht? Sei gegrüßt, Kind. Oh, bitte, Gott. Lass mich hier. Dieser Glanz. Freu mich. Wer bist du? Vorher, weil ich schon so verstrahlt bin. Sieht das so komisch aus. Ich bin's. Der Weihnachtsmann. Warst du denn auch brav? Was? Ist das eine Art Test? Bitte, sag mir, wer du ich bist. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin Atoms Bote und ich wurde von ihm geschickt. Oh, endlich. Ich habe getan, was Atom befohlen hat. Ich habe auf deine Ankunft gewartet, damit du mich von meinen Fesseln befreist. Bitte, gib mir Atoms Stärke und befreie mich. Ja, du hast so Kronkorken. Atom fordert einen Tribut. Hast du Kronkorken? Tribut? Ja, hier sind meine Kronkorken. Vor allem erst so voll hochgestochen, so überzeugend, dann einfach so, hast du Kronkorken. ja. Natürlich, mein Kind. Deine Hingabe ist vorbildlich. Du hast Atom heute stolz gemacht. Aber mach das nicht nochmal. Nie wieder. Oh, danke. Vielen Dank. Gepriesen sei Atom. Okay. Oh gut. Ich glaube, die haben schon mal direkt, aber noch nicht geöffnet, weil ich nicht rauspasste, ne? Oh Gott. Was zum Teufel? Willkommen im Beobachtungsbereich von Hello Agent. An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Hello Agents Auslöscher bietet Truppen eine hochmoderne Lösung für Dekontaminierungen im Einsatz. No. Im betroffenen Gebiet können geringe Mengen von Reststrahlung verbleiben. Die Dosis kann sich je nach Sicherheitseinschätzung noch erhöhen. Weil es auch ein Galan, ne? Bitte das Gebäude evakuieren. Okay, cool. In VisiWave ist eine spannende Neuerung im Bereich der Tarntechnologie, mit der unhandliche Generatoren der Vergangenheit angehören. Manche Personen können unter Umständen dauerhaft nicht mehr gehört oder berührt werden. Derzeit laufen weitere Forschungen. Für Abschaum brauchen Sie keine Waffen mehr. Testen Sie den Unterdrücker von Hallucigen, um selbst gepanzerte Ziele sicher und zuverlässig zu lähmen. Ah. Und oder vollständige Lähmung des Nutzers, der Beobachter sowie kleiner und oder großer Tiere umfassen. Wir raten zur Vorsicht. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude. Drehen wir die erst hier hochgegangen. Hallucigen Gas. Zuverlässige Kontrolle von Menschen. Was ist die eigentlich für die Vier? Hallucigen Gas kann Krawalle schneller stoppen als jedes andere. Weil mir also per Propaganda erklärt wird, ey. Er ist der typische Fallout-Humor. So, was haben wir hier noch? Zerstreuer ist ideal, um Zivilisten gewaltlos aus Bereichen zu entfernen. Herr Lucigen ist nicht verantwortlich für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle. Ich war einfach alle erledigt. Den Einsatz des Zerstreuers. Steig weg!
Wie geil ist das denn? Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ja, wie die hier einfach so Massenvernichtungswaffen gebaut haben. Ja, ich glaube, die kommen jetzt alle da raus, ne? Ja, da ist der Pisser, der uns vergast hat. Oh, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Und nach dieser sehr informativen Vorführung hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Los. Los, komm ich kaputt. Komm ich kaputt. Ob sie mich hier tot, ich habe so ein Pedobär oder was? Wenn mich an meinen Charakter aus. Das Kreuz. Boah, ich halte da nicht aus. Dann kann ich mich ja selber noch schneller töten. Oh, so macht man das. Ja, Amateur. Das aber ein, ich glaube, ich bin auf dem Magazin gestolpert. Am Magazin gefunden. Schon das zweite Mal, dass ich so ein Magazin gefunden habe.